der Phase der Vorbereitung, als wir dann an den Songs arbeiteten und uns immer wieder unsere Demos angehört haben, merkten wir, wie sich so ein Song immer mehr in den Vordergrund schob, weil er uns besonders gefiel. Dieser hatte den Titel Make It Better. Naja, dann hat es nicht mehr lange gedauert und wir haben entschieden, wir nennen die Platte so, Make It Better. Make it better. Wir haben unsere Platte diesmal vollständig bei unserem tollen Freund und Kollegen Rainer Oleak aufgenommen. Es ist eine sehr tolle Atmosphäre dort. Ole ist jemand, der nicht nur fachlich kompetent ist, sondern auch im allerbesten Sinne Musikverrückter. Und es gibt dazu noch den besten Kuchen von ganz Berlin. Super, der war Amtlich. Ja? Süß. Adrian? Ja, ich kenne dich persönlich. Das war vom Amt. But I will get along. I will get along well enough. I will get along. I could be strong and I could be tough. Als ich I Will Get Along das erste Mal gehört habe, war mir schon völlig klar, dass dieser Song einer meiner Lieblingssongs von diesem Album sein wird. Und das hat sich dann in dieser Endfassung absolut bestätigt. Ich freue mich besonders, dass der Song For the Turnstiles jetzt auch auf der Platte zu hören ist. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich auf einer East Blues Platte singe und ich bin ziemlich stolz auf unsere eigene Version von dem Titel, weil ich großer Fan bin von dem Lied und von Neil Young und das macht mich glücklich. It doesn't matter. Lustig bei der Produktion ist natürlich auch, oder ich finde es auch ganz schön, eigentlich ist es ja eine Gitarrenband. Es ist eine klassische Vier-Mann-Besetzung, Blues-Gitarre, Rhythmus-Gitarre, Gesang und Schlagzeug, Bass. Und bei ein paar Stücken habe ich dann irgendwie frech mal ein bisschen Wurlitzer und ein bisschen Hammond-Orgel reingedrückt, weil ich bin ja Klavierspieler und da dachte ich irgendwie, vielleicht kann ich die Jungs überreden, da doch das ein oder andere Keyboard zu hinterlassen. Und das hat geklappt.
Mal gucken, wie weit es geht.